Proteine zeichnen sich durch komplexe Strukturen aus, die ihnen unterschiedliche Eigenschaften verleihen. Diese Eigenschaften können sich zum Beispiel in verschiedenen Stabilitäten widerspiegeln oder auch Einfluss auf die Flexibilität der Proteine nehmen. Die Strukturen von Proteinen können durch ein einfach angeordnetes hierarchisches System leicht verstanden werden. Die lineare Aminosäurekette wird dementsprechend einfach als Primärstruktur bezeichnet. Die Primärstruktur im Prinzip ist einfach nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Aminosäuren, die an einem Ende den N-Terminus aufweisen und am anderen Ende das Carboxy-Ende. Schaut man sich jetzt die hierarchische Anordnung weiter an, bilden Proteine sogenannte Sekundärstrukturelemente aus. Bei den Sekundärstrukturelementen unterscheidet man zwei unterschiedliche Anordnungen, die aufgrund von Aminosäureinteraktionen und Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert werden können. Da ist zum einen die sogenannte Alpha-Helix, eine spiralförmig angeordnete Struktur, und das sogenannte Beta-Faltblatt, die Beta-Faltblattstruktur. Das Beta-Faltblatt sieht so aus, dass wir eine lineare Aminosäurekette haben. Die macht hier am Ende beispielsweise einen Loop und läuft auch in die andere Richtung weiter. Als Pfeile hier angeordnet oder angedeutet sind die sogenannten Beta-Faltblätter. In dieser Anordnung werden die Beta-Faltblätter als antiparallel bezeichnet. Geht man jetzt eine Hierarchieebene weiter, kommt man zu der sogenannten Tertiärstruktur. Die Tertiärstruktur vereint unterschiedliche Strukturelemente. Proteine können gemeinsam Alpha-Helices und unterschiedliche Beta-Faltblätter aufweisen. Proteine können zusätzlich in unterschiedlichen Orientierungen gefaltete Aminosäuren darstellen, die hier einfach nur als schwarze Striche an den Enden dargestellt sind. Die Tertiärstruktur dieses Proteins, was jetzt hier dargestellt ist, ist im Prinzip die Darstellung von einem sehr einfach aufgebauten Protein. Das sogenannte Alpha-Keratin. Alpha-Keratin ist ein Protein, das auch im Menschen vorkommt, als Hauptbestandteil unserer Haare. Alpha-Keratin ist so einfach zu verstehen, da es nur aus dieser einen Alpha-Helix besteht. Gehen wir jetzt bei unserem Protein Alpha-Keratin noch eine Hierarchieebene weiter nach oben. Von der Tertiärstruktur erreichen wir die sogenannte Quaternärstruktur. Die Quaternärstruktur von Alpha-Keratin ist relativ simpel, da es sich dabei lediglich um zwei Alpha-Keratin-Proteinmoleküle handelt, die jeweils eine Alpha-Helix ausbilden und diese Alpha-Helix jeweils umeinander winden, sodass wir hier ein Dimer aus zwei identischen Proteinen haben. Diese Struktur wird stabilisiert, indem innerhalb des Moleküls sogenannte Disulfid-Brückenbindungen ausgebildet werden. Diese kovalenten Disulfid-Brückenbindungen sind sehr stabil, können allerdings aufgelöst werden durch die Zugabe eines Reduktionsmittels. Wenn wir ein Reduktionsmittel dazugeben, werden die Schwefelatome reduziert und die Verbindung zwischen den Molekülen wird unterbrochen. Wenn wir zum Friseur gehen, passiert im Prinzip genau das, wenn wir eine Dauerwelle bekommen. Durch die Zugabe dieses Reduktionsmittels wird die Struktur gelöst, was bedeutet, unser Alpha-Keratin wird enorm instabil und flexibel und winden wir jetzt unsere Haare um einen Lockenwickler herum und induzieren in den gewundenen Locken die Bildung neuer Disulfid-Brückenbindungen. An anderen Stellen bleibt diese gebildete Lockenform bestehen. Also das bedeutet, die Alpha-Keratin-Struktur wird reaktiviert und in Lockenform in den Haaren stabilisiert.